Hey Leute, und willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot im Card Warriors Teil, wo ich mir heute eine Challenge stelle. Und zwar, ich will ein Match gewinnen oder halt spielen, wie auch immer es abläuft, mit nur 9 Karten aus dem neuen dritten Kartenset. Wie ihr seht, ich habe gerade mal 20 von 25 Karten im Deck. Der Rest ist einfach scheiße, den ich gezogen habe. Ich habe noch nicht so viel, ne? Bedeutet, wir müssen noch ein paar Karten ziehen und beten, dass wir was Gutes ziehen. Sonst wird das einfach nur noch schlimmer, als es eh schon wird. Denn das Deck, was ich derzeit gebaut habe, aus den neuen Karten, das passt halt gar nicht zusammen, ne? Es ist natürlich darauf ausgelegt, dass du das erste, zweite und dritte Pack gemeinsam spielst und dir damit ein richtig geiles Deck baust. Aber ich bin halt begrenzt nur auf das, was wir bisher gezogen haben heute. Und ich denke, das wird mega, mega schwer, damit was zu gewinnen. Wir können uns noch ein paar Karten holen, hier zum Beispiel mit einem Ticket. Ich komme hier rüber. Mit dem Ticket können wir uns was holen, 2 Karten nochmal und dann woanders noch ein paar Karten. Aber viel gibt's da nicht, Leute. Also wenn wir jetzt nichts Geiles ziehen, sind wir instant angeschissen. Oh Gott, instant angeschissen. Schon mal eine schlechte Karte. Damit kann man halt schon mal nicht viel anfangen. Ziehe eine Karte, ja okay. Weiß nicht, was ich genau damit tun soll. Es wird echt schwer. Es wird so eine schwere Challenge, ey. Wenn ihr übrigens sagt, Rabbit, versucht doch mal dies oder jene Challenge im Hauptspiel von Kakarot. Oh, der ist schon mal gut. Den kann man ein bisschen besser arbeiten. Ist ein Beschützer. Der ist schon mal gut. Aber kostet auch 6 Energie, ne? Aber hey, den können wir schon mal arbeiten. Den können wir schon mal im Deck hinzufügen. Wenn ihr sagt, ihr habt eine Challenge für das Hauptspiel in Kakarot, sagt, mach dies oder das oder jenes, haut's mal in die Kommentare. Wir haben jetzt hier noch Premium Packs. Und ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Wir können hier 16 Karten ziehen und beten, Leute, okay? Jetzt brauche ich eure Genki-Dama-Power, damit wir hier was Geiles rausziehen, okay? Weil sonst ist mein Deck für heute, für die heutige Challenge, nur mit Karten 3 zu spielen, noch unglaublich schwerer. Also wir brauchen jetzt richtig gut den Puls, ne? Richtig gut den Puls, Leute. Oh, was ist das? Lässt eine Son Gohan-Karte in der Hand, mit kostet maximal deine Energie, die zu wieder scheinen. Ah, not bad. Oh, hier mal was zum Kämpfen wenigstens. Spopovic, okay. Noch ein Vegito, nehmen wir gerne mit. Ein Cheese. Naja. Tenshin Han. Immer einen guten Angriff. Wir haben Chu. Was ist so geil. Man, die ist cool, aber prinzipiell. Oh Gott. Das wird so schwer heute mit dem Deck was zu gewinnen, Leute. Oh, bitte, bitte mit mir zu Gott Popo, dass wir jetzt da nochmal was richtig Geiles rausziehen aus dem letzten Versuch, den wir ziehen können. Ich habe zu wenig Münzen und so weiter sonst für weitere Ziehungen, ne? Also hier muss jetzt was Krasses rauskommen, sonst sind wir einfach angeschissen, Bro. Ich hab's verschissen, ne? Das wird so ein schweres Duell heute. Ich weiß nicht, ob ich das gewinnen kann. Aber hey, so oder so, wir versuchen es einfach mal. Oh Gott, macht's nicht besser. Bata, ich hasse Bata. Den haben wir auch schon. Oh, ein Indianer, Opa. Ey, das sieht richtig cool, oldschool aus, ne? Oh Gott. Oh, das wird so schwer, ne? Und leg alle Karten an der Hand ab. Oh Gott, wir haben echt nicht gut gezogen, Leute. Das wird so schwer, damit ein Deck zu bauen. Scheiße. Oh, ich sehe mich schon verlieren. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich nutze jetzt mal die Karten, die wir gezogen haben und baue damit mal ganz schnell und fix das Deck fertig und dann mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, damit zu gewinnen. Ich habe Angst, aber ich baue mal los. Okay, Leute, ich habe jetzt versucht, irgendwie mir ein Deck zusammen zu klöppeln, aber es ist halt echt nicht gut, ne? Es ist echt ein schlechtes Deck, bis auf unsere 2 legendären Karten, aber ganz ehrlich. Es wird richtig hart, damit zu gewinnen, ne? Auf dem SP-Deck habe ich jetzt die Karten drin, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ne? Das wird so unglaublich schwer, mit dem jetzt was zu gewinnen. Oh Gott, hab ich Schiss! Aber das ist meine heutige Challenge, die habe ich mir selbst auferlegt, sozusagen, ne? Lockerer Kampf ist, glaube ich, besser als ein Ranglistenkampf. Also ein ganz normaler Kampf. Aber wir spielen gegen echte Gegner, ne? Mit dem CP3-Pack, also dem Card-Pack 3. Ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss. Oh, ich hab sogar vergessen, die Kartendesigns zu ändern. Also den Kartenrücken und die Spielmate. Ah, ich hab so schon Schiss genommen. Okay, wir beruhigen uns jetzt, sammeln Energie und versuchen irgendwie mit diesem kacken schlechten Deck, was nur aus den neuen Card Blast 3 Packs besteht, oh Gott, zu gewinnen. Ich hab echt ein bisschen Muffensausen. Aber ich denke, es macht es auch ein bisschen spannender,
als mir jetzt zum Beispiel ein OP-Vegito-Deck zu bauen. Was ich übrigens auch gerne machen könnte. Ich habe ja ganz viele neue Vegettos. Wenn ihr ein neues Vegetto-Deck-Video sehen wollt, wie wir in PvP-Rangliste reingehen, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auch auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Da habe ich sehr viel Neues hinzugefügt. Und ja, ich warte jetzt mal auf den Gegner. Okay, Leute, ich musste jetzt ein Ranglistenspiel suchen. Im lockeren Kampf habe ich keinen Gegner gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt doch in die Rangliste. Ich hab Schiss. Okay, in die Rangliste. Mit einem beschissenen Deck. Okay, er ist zum Glück auch nur Stufe 1 und so weiter. Also es kann sein, dass er komplett reinscheißt. Das wäre natürlich am besten, ne? Wenn er komplett reinscheißt, wäre es einfach am besten, ne? Aber bitte lass ihn einfach reinscheißen. Bitte lass ihn reinscheißen. Oh Gott, wir haben einen Goku. Okay, wir haben schon mal eine Karte zum Spielen. Ey, warum mache ich diese Challenge? Warum mache ich mir das Leben so schwer? Leute, wie gesagt, wenn euch das gefällt, unbedingt lasst einen Daumen nach hoch da. Okay, der Gegner ist gerade dran. Wir müssen warten. Oh, Alter, ich hab echt Angst, ne? Ich habe echt Schiss. Ich habe einfach Schiss. Was soll ich so die Kamera nach links oben tun, glaube ich, ist ein bisschen besser, ne? Oh, er hat schon instant eine Karte. Nein! Ich habe doch nur einen Goku mit 1000. Scheiße. Ja, ich muss ihn ausspielen, aber es ist schon mal ein beschissener Anfang. Und dann beende ich den Zug. Kann ich nicht. Warte auf Anfang von Server? Hey, was ist denn hier los? Okay. Zug beenden, ja. Ich kann nicht mehr tun. Ich kann nicht mehr tun. Ich kann aber nichts machen. Ich stehe da wie, ja, ne? Oh nein, er hat einen Gott Popo. Er hat Gott Popo. Wir haben verloren. Er hat einfach Gott Popo. Was soll das denn? Wie soll ich gegen Gott Popo gewinnen? Unmöglich. Oh Mann, Leute, ich bin echt gespannt, wie es ablaufen wird. Der Gegner weiß wahrscheinlich noch nicht mal, wie das Spiel funktioniert. Ne? Er denkt sich auch, was macht er denn mit diesem Null-Angriff Goku denn da? Ich weiß es auch nicht. Ich versuche hier irgendwie zu gewinnen mit dem Kackdeck. Prangere mich nicht dafür an. Oh Gott, nur 2 Energie. Kann aber nichts machen, ne? Ich muss jetzt Damage fressen und abwarten. Ich kann nichts machen. Oh Scheiße! Warum mache ich das? Warum tue ich mir das an, Bro? Der wird sich auch denken, was das denn für ein Loser? In der Rangliste. So einfach ist die Rangliste? Ach, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich schon immer Rangliste gespielt. Oh, scheiße, ich will jetzt echt nicht gegen Nupsi verlieren, ne? Ich will echt nicht gegen Nupsi verlieren. Aber hey, keine Angst, wir haben 30.000 Lebenspunkte insgesamt, ne? Also so schnell sind wir jetzt nicht tot. Und werden jetzt auch Vegito reinwerfen ins Game. Wir haben jetzt ja 3 Energie, ich hau jetzt erstmal Vegito rein. Hallo Spiel? Aber die Verbindung zum Spiel ist gerade echt beschissen, muss man sagen, ne? Hätte ich mir besser gewünscht, ehrlich gesagt, dafür kann ich leider aber auch nichts, ne? Dafür kann ich leider auch nichts. Oh Mann! Das macht mir mal alles kaputt! Und da wundern sich Leute, warum so wenig das Spiel gespielt wird. So, jetzt haben wir aber einen richtig geilen Verteidiger, der Beschützer hat, der Leben regeneriert, aber er kann nicht angreifen. Ich kann meine Runde nicht beenden. Nein! Warum scheißt das Spiel so rein, Bro? Aber was macht er jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Was will er denn tun? Jetzt im Ernsthaft. Wie will er den denn besiegen? Er steht vor einer Mauer. Ja, mein Beginn war beschissen. Aber wir können das Spiel noch drehen. Wir können das Spiel noch drehen, wenn der Server nicht abkackt. Und wir haben verloren. Der Donny. Er hat nur Schaden draufgehauen. Okay, er hat nur Schaden draufgehauen. Er kann ihn noch loswerden. Scheiße, jetzt hat er... Ah, scheiße, er konnte ihn doch loswerden. Wir sind im Arsch! Wir sind im Arsch, Bro! Ich wusste nicht, dass er eine Zerstörungskarte hat. Okay, Gohan. Okay, Gohan. Du musst das jetzt rausreißen, ne? Gohan, du musst das jetzt rausreißen, Bro. Oh Gott, ich will echt nicht wissen, was der Gegner denkt. Ich will einfach nicht wissen, was der Gegner denkt, was ich hier tue. Ich will's nicht wissen. Was haben wir denn hier nochmal? Zerstören kann auf den Felben kosten, macht man Energie auf seiner Bank. Oh Mann, der Server geht mir gerade auf die Nüsse. Der Server geht mir einfach auf die Nüsse. Aber ich kann nebenbei gucken. Ah, ich werde
werde Gohan ausspielen, falls ich ausspielen darf. Aber es ist echt traurig mit dem Server von Kakarot, muss man schon sagen, vom Card Warriors. Ne? Wir wollen einfach das Spiel genießen und spielen und ja, was soll ich jetzt machen? Ne? Lass mich bitte doch das Spiel spielen einfach. Okay, wir spielen den aus. Falls ich es darf. Hallo? Spiel? Oh, komm schon! Ich will hier eine Challenge machen, Bro! Ah, ich kann kotzen, Bro! Ich kann kotzen, Bro! Was ist jetzt los? Ist es kaputt? Ich glaube, es ist kaputt! Ey, was ist mit dem Spiel verkehrt? Ey, ich habe Kakarot Card Warriors immer so gefeiert! Was ist denn los mit dem Server jetzt? Ich habe im Normal kein Spiel gefunden und in der Rangliste nicht. Ey, sollte das Spiel jetzt abbrechen, weil der Server down geht, ne? Zähle ich das als Challenge Win? Das zähle ich mir als Win. Meinung in die Kommentare. Geht's euch auch so, wenn ihr Card Warriors spielt? Oder bin ich der Einzige, der da so reinscheißt mit seinem Pech? Oh Gott, wie viel willst du denn noch ausspielen? Wir sind im Arsch. Aber er muss gerade 3 Kämpfer opfern, um mich anzugreifen, ne? Und wir leben noch. Wenn das Server funktioniert, werde ich auf jeden Fall Zeit für Kekse ausspielen. Ja, ich werde Zeit für Kekse ausspielen und diesen Cell auslöschen. Netzwerkfehler! Nein, ich hätte das jetzt gewonnen! Ich hätte das jetzt gewonnen, Bro! Den Keks ausspielen, damit Cell besiegen, damit Gohan angreifen und... Oh, Bro! Was soll das denn? Hey, ich habe Kakarot immer so gefeiert und in Schutz genommen, aber das Card Warriors, das geht mir gerade echt am Zückerle. Ich komme ja auch ganz in mein Spiel rein, also... Ich habe jetzt alles versucht, noch einen Gegner zu finden, nachdem der letzte Jahr so mit dem Server für den Arsch war. Funktioniert nicht. Gegen die KI spielen, genau das gleiche Problem. Gegen die KI spielen war das gleiche Problem. Gegen keinen echten Menschen zu spielen, funktioniert auch nicht. Das Server will überhaupt nicht. Ich werde es vielleicht nächste Woche nochmal versuchen, wenn ihr wollt, mit meinem Vegetto-Deck, meinem neuen verbesserten. Vielleicht läuft der Server dann wieder. Oder Card Warriors ist jetzt schon tot. Weil der Server einfach im Arsch ist. Ich weiß es nicht. Ich zähle trotzdem diese Challenge als gewonnen. Denn ich hätte den Gegner jetzt sowas von weggekekst. Angegriffen mit Gohan. Nächsten Gohan ausgespielt. Fertig. Chancenlos. Seht ihr das auch so? Hätte Rabbit gewonnen? Habe ich die Challenge gewonnen? Schreibt es in die Kommentare. Es tut mir echt leid, dass ich jetzt nicht mehr und besser spielen konnte. Aber ja, ihr habt es ja selber gesehen. Und ich wollte trotzdem jetzt mal diese Challenge für euch raushauen. Ist wahrscheinlich nicht das geilste Video EU West. Aber denke mir, ihr freut euch sicher über ein Kakarot-Video. Und wie gesagt, falls euch was einfällt zum Hauptspiel, um da irgendwelche Challenges zu machen, lasst mich gerne mal wissen. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Checkt die Videobeschreibung ab. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und viel Spaß mit den wahrscheinlich besseren letzten Videos auf der Endcard von Card Warriors und Kakarot. Ciao.